Ahoi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, zur zweiten Staffel von Cities in Motion 2. Und zwar natürlich chronologisch auf der zweiten Karte. Und ja, diese Staffel präsentiere ich euch aber diesmal nicht alleine, sondern der LP Schalbert ist mit dabei. Herzlich willkommen. Wunderschönen guten Tag. Jo, wir spielen das hier jetzt als Koop mal zusammen. Mal schauen, was wir hier so aufgebaut kriegen. Und ich will es gar nicht wissen. Ja, die allergrößte Frage ist vor allen Dingen, ob wir Quests kriegen, weil wenn schon Bahnhöfe und Flughäfen fehlen, was offensichtlich immer noch der Fall ist, dann sind doch zumindest die ganz hilfreich. Nee, das hinten ist leider auch nur Industrie. Na, bauen kann man auch nix. In Cities in Motion 1 gab's das schon. Was? Flughäfen? Von Anfang an? Immer. Gab's. Ja. Wieso sie das rausgenommen haben? Das ist mir ein Rätsel. Also Flughäfen, Bahnhöfe und Einkaufszentren, da konnte man sich immer dran orientieren, da war die Hölle los, da musste man sich hinbauen, von außen nach innen, weißt du, schöner Orientierungspunkt hast du hier nicht mehr. Ist schade. Naja. Noch ist die Stadt relativ klein, die wird wahrscheinlich noch ein bisschen wachsen. Naja, also zumindest bei der ersten Stadt hatte sich jetzt nicht so viel getan. Ja, wenn wir dann noch ein bisschen Straßen erweitern. Ja. Aber dazu kommen wir ja wahrscheinlich dann, wenn es soweit ist. Die größte Frage ist jetzt halt, wo bauen wir die erste Verbindung? Ich habe hier oben diese kleine Insel so ein bisschen im Blickfeld. Oben rechts. Oben rechts? Mhm. Ja. Die habe ich so ein bisschen im Blick. Oder halt gegebenenfalls unten den Bereich. Weil warte mal, ist da ein Baseballstadion? Ja, aber das hat auch keine Auswirkung leider. Ja, ja, ich weiß. Ich habe deine erste Staffel auch verfolgt. Ja. Oh, Verkehrsdichte 0%. Mhm. Keine KI-Verkehr? Ah doch, da ab und zu ist man was unterwegs. Einkaufszentrum, Besitzerstadt. Ja. Na gut. Kleine Buslinie davon oder was? Wie hast du das vor? Ja, ich würde sagen, wir steigen erstmal mit einer Buslinie ein. Interessant wäre vielleicht auch noch eine Straßenbahn, aber eine Straßenbahn ist schon wieder so ein Anbindungsding. Also ich hatte mal in einem Singleplayer gebaut, eine Straßenbahn von unten rechts von dem Industriegebiet rüber auf die doppelspurige Hauptstraße da, die in der Mitte geteilt ist, und dann bis hoch an das Stadion. Die ist auch so weit gelaufen. Ich bin... Wir haben eine... Nee, das ist 100.000 oder was? Hä? Ach, keine Ahnung. Jo. Also ich nehme dann schon mal einen Kredit auf... 1 Million stecken auf, alles in einer Woche zurück, ne? Ist schon klar. Ja, natürlich. Kein Problem. Wenn wir nichts machen, schaffen wir das sogar. Gut, ich würde sagen, ich baue einfach mal ein paar Bushaltestellen, also ich baue mal irgendwas. Ich fange an mit einer Obus-Straßenbahn-Haltestelle und ich werde mal das untere Wohngebiet mit dem Industriegebiet da ganz rechts verbinden. Darf ich denn auch mal anfangen? Irgendwo? Kannst es ja noch abreißen, wenn du, wenn es scheiße ja, ist. Ja, mach einfach mal parallel. Nee, leg einfach los. Industriegebiete brauchen wir die auch anbinden oder ist das nicht ganz so wichtig? Ich glaube, das ist am Anfang schon relativ wichtig, dass die Bewohner dann da auf die Arbeit kommen. Und das ist vielleicht auch erstmal einfacher als mit der Großstadt da. Das muss ich nur gerade mal... Wir müssen nur aufpassen, wir teilen uns dasselbe Budget. Wie viel haben wir denn gerade? 99.600 noch. Ich sehe es gar nicht. Wo sieht man das? Ah, nee, da oben, ja. Ja, ja. Ja. Verlernt. Ich war ja eigentlich der festen Überzeugung, dass das, ich teile mal ein paar Zonen ein. 1 Million war... Ja, gute Idee. Die Zone gelb lasse ich erstmal... Ganzen Geheck, die Zone blau. Zone blau kommt da oben hin. Jetzt würde ich gerne die Hochhäuser hier anbinden. So. Die Zonen haben nämlich was mit den Preisen für die Tickets zu tun auch. Ja.
Tarifgebiete sozusagen. Ja. Gibt nichts Schlimmeres im öffentlichen Verkehr. Naja. Das schweift jetzt schon wieder ab. Ja, okay. das Industriegebiet noch mit rein. Jetzt am Anfang lässt sich natürlich nur nicht ganz so viel machen. Das ist klar. Ja. Rote Zone. Die machen wir einfach mal hier. So, mache ich jetzt im Dings im Industriegebiet mache ich jetzt mal ausnahmsweise einen Ring. So. Und Ansicht weg. Ja, das passt. Jetzt haben wir hier die Zonenansicht. So, machen wir mal gleich auch ein großes Busdepot. Wer weiß, wohin das noch führt. Wo fängst du an? Oben im Ding im Industriegebiet. Unten rechts. Ah ja. Dann fange ich wahrscheinlich hier oben an. Mit vielleicht einer kleinen, aber feinen Buslinie hier oben rum. Da ließe sich drüber reden. Upsala. Ja, ich fange einfach mal an. Man kann es ja irgendwann immer noch abreißen. Ja, klar. Sehr klar, sollte man erstmal genügend Geld haben. Wobei ich da erstaunlicherweise irgendwie in der ersten Staffel drumherum gekommen bin, mehr oder weniger. Ich weiß nicht wie. Also da muss ich wirklich sagen, der dritte Teil war insgesamt... Ach, der dritte Teil. Der erste Teil war insgesamt doch deutlich besser von der Struktur. So, ich setze hier mal ein paar Haltestellen. Vielleicht sollten wir aber... Ich mach das einfach mal so. Einfach so. Ich spreche dir da mein vollstes Vertrauen aus. Das haben schon einige gemacht. Ach komm, baust da noch eine Haltestelle hin. Was soll der Geiz? Ne, willst du? Zwecks umsteigen. So. Ach, ist eine Einbahnstraße, okay. Jetzt habe ich natürlich konsequent die Busspur ignoriert. Ich mache ja am besten mal so eine Teilringlinie. Aha. Hast schon wieder was mit nicht genügend Fahrzeugen ausgestattet, hä? Ja, scheiße. Schließen. Dieser blöde vorgegebene Fahrplan. Kann man den mal komplett löschen inzwischen? Nein, muss man natürlich alles immer noch per Hand machen. Na super. Ich muss gerade nochmal überlegen, wie hatte ich denn das immer? Also Industriegebiet, ich nehme ja mal an, dass der keinen Nachtverkehr braucht, obwohl. Machen wir einfach eine Nebel rein. So. Von 0 bis 0. So, Fahrplan. Da machen wir mal einen kleinen Nachttakt rein von, ach, was ist, 1 Uhr 55 bis 2 Uhr 55. Ich glaube, wir reichen 2 Stunden. Naja, ich mache das jetzt auch mal ein bisschen anders gerade. Ich starte doch schon morgens, ich starte morgens um 4, mache dann einen Stundentakt bis abends um 8. Da sollten dann doch die meisten aus der Fabrik draußen sein. Ja. Und nachts mache ich dann mal noch dann. Benötigte Fahrzeuge 9. Geht ja schon mal gut los. 22. Sternberger Dreifach? Den ja, ich glaube, der war relativ gut. Ja, dann nehme ich den, glaube ich, mal. Wie viel brauche ich davon? 9 Stück. Lohnt sich da gleich 10 zu kaufen oder erstmal 9 zu machen? Probier's mal nur mit der geforderten Kapazität. Das dürfte kein Problem sein. Und dann eröffne ich die Linie einfach mal.
Oh, wir machen schon einen schönen Minus. Wie sich das gehört. Errungenschaft. Tick-Tack. Nee, jetzt nicht, danke. Ja, hier kann man auch die Fahrpreise anpassen. Die mache ich einfach mal jetzt gerade. Wenn die nämlich im grünen Bereich sind, sind wir natürlich beliebter bei den Leuten. Und ja, die kaufen dann doch eher Fahrkarten, wie wenn man es jetzt so lässt, ne? Wie stehen sie denn im Moment? Da könnten sich gelegentlich manche Verkehrsbetriebe ein Beispiel daran nehmen. Das werden die erlebt auch nicht tun. Ich sag ja nur. Oh Gott, was haben wir denn hier für eine Busauswahl inzwischen? Also so groß war die damals noch nicht. Vielleicht die Commerzan? Stellenwagen Dreifach ist günstig, hat aber einen schlechten Service. Wartungsaufwand, Diesel ist niedriger. Da warten schon die Ersten. Wo fliegt denn der Bus gerade rum? Da. Ich glaube, ich nehme den Maurice Automaton, der sieht besser aus. Ist zwar deutlich teurer, aber... Bus. Aha. Habe ich den überhaupt zur Auswahl? Fahrzeugknoten. Nee, sowas habe ich gar nicht. Ah, cool. Muss man dann DLC kaufen, oder? Klar, wahrscheinlich, ja. Kann sein, dass ich den über ein DLC bekommen habe. Ich weiß das gar nicht mehr. Ist alles schon eine halbe Ewigkeit her. Ach, das ist dein Busdepot. Depot 1, ja, ja. Wahrscheinlich. So. Und Linie öffnen. So, jetzt bin ich immer gespannt. Ja, da warten sie schon. Das ist unglaublich. Ist die Linie noch nicht eröffnet und die Leute stehen schon an der Haltestelle. Das erinnert mich an Frankfurt. Kannst noch so groß die Absperrung hinmachen und die Leute stehen davor. Ja. Ja, noch sind wir fett im Minus. Oh, plus 3 Einnahmen. Oh, ja. Ja. Endlich. Ich stell mal die Geschwindigkeit 1 hoch. Gerne. Hau rein. So, und der erste Bus ist auf Achse. So, wie ging das denn jetzt nochmal mit dem Linien ausblenden? Ach ja, das Auge da. Guck ich mal, was du da fabriziert hast. Ah ja. Ja. So. Schon mal Mitteilungen an die Leute rauslassen. Ach, ich sehe deine Linien als rot. Aber echt? Ich sehe deine als blau, kannst du mal. Oder was sind das für eine Linie? Schon ein normaler Bus, ne? Ja, ja. Rot ist eigene Straßenbahn. Ich sehe das als rot jetzt. Ich frag mich gerade, warum ich die überhaupt angezeigt habe. Ja, ich weiß warum. Weil das Straßenbahnhaltestellen mit sind, ne? Ach so, ja, das kann sein. Ja, also mit Obus. Keine Straßenbahn, sondern mit Obus. Ist das ja, gut. Da steht aber Straba steht auch dabei. Straba kann da auch? Ich hätte schon mal eine Idee für eine Tatsache. Für eine Straßenbahn. Kann ich mal was umsetzen? Nicht los. Noch haben wir es ja, das Geld, ne? Ja. Als raus damit! Ach ja! Geldschlussverkauf. Soll ich mal einen Kredit aufnehmen? Plus aufwärts? 20. Hey, ja, Einnahmen insgesamt 14. Für 14 ist man ja immer weniger. 13, 11. Nein! Hör auf! Es wird jetzt Abend. Jetzt geht's wieder aufwärts. Bauen. Ich kann mal gucken, was wir so unserem Personal so bezahlen. Mittleres Strapper-Depot. Wahrscheinlich viel zu viel. Ja, viel zu viel. Das ist ja hier 85% Zufriedenheit, das langt. So. Müssen wir eher mal gucken wegen den Schwarzfahrern hier. Zack. So, 75% der Schwarzfahrer. Hoffentlich rechnet sich das.